Ich zeige dir heute, wie du dir sehr einfach eigene Vocal Samples oder sogenannte Vocal Chops erstellen kannst. Und wenn wir fertig sind, dann klingt das ungefähr so. Hallo, ich bin Martin und auf meinem Kanal lernst du Musikproduktion in Logic Pro. Vocal Chops oder zu Deutsch Vocal Schnipsel sind gerade ein sehr beliebtes Stilmittel für moderne Pop- und R&B-Produktionen, aber auch bei sogenannten Corporate Identity Tracks, also Musik für Firmenwerbung, hörst du sowas öfter. Ich zeige dir jetzt gleich, wie du dir schnell solche Vocal Schnipsel erstellen kannst. Ich mache das in Logic Pro, du kannst das aber in jeder anderen DAW genauso nachbauen, die über einen Sampler verfügt. Als erstes brauchen wir natürlich eine Gesangsphrase, aus der wir unser eigenes Sampler-Instrument erstellen. Ich habe mich in diesem Fall für Carla entschieden. Carla, das ist eine Sängerin oder ein Vocal Sample Loop aus Logic selber. Du kannst natürlich mit jedem anderen Vocal Sample das auch machen. Dieses Vocal Sample hier ist schon in C-Moll, das ist also die gleiche Tonart wie auch mein Playback. Es wäre aber auch kein Problem gewesen, jetzt diesen Loop hier zu verstimmen. Hören wir uns Carla erstmal solo an. La, 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 la. La, 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 la. Ja, nochmal dadurch, dass sie in C-Moll schon singt, in der C-Moll-Tonleiter, passt sie jetzt direkt auch schon auf mein Playback. Und jetzt möchte ich aus Carla ein Sampler-Instrument machen, sodass ich einzelne Töne anspielen kann und die Melodie so abspielen kann über mein MIDI-Keyboard, wie das mir gefällt. Ich zeige dir jetzt, wie es in Logic geht, aber in jeder anderen DAW, in der du einen Sampler hast, geht das auch. Und zwar gehe ich hier entweder, je nachdem, was du eingestellt hast, über Control-Click oder über Option-Click drauf, also Control-Click oder Rechts-Click, so rum. Und dann gehst du hier einfach auf Konvertieren und in neue Sampler-Spur umwandeln. Ja, jetzt zeigt er dir hier kurz an, in welchem Triggernotenbereich er dieses Instrument anlegen wird. Das wirst du gleich sehen. Und jetzt haben wir Carla hier als Sampler-Instrument schon vorliegen. Was du hier siehst, ist jetzt im Piano Roll die einzelnen Samples, die er angelegt hat. Das brauchen wir erstmal nicht. Für uns ist wichtiger der Sampler selber. Den öffne ich jetzt hier. Und jetzt kann ich hier sehen, welcher Ton auf welcher Taste liegt. Ich blende dir auch nochmal das MIDI-Keyboard zusätzlich nochmal ein, damit du ein bisschen sehen kannst, was ich hier mache. Und wichtig ist jetzt für mich hier unten diese Sample oder diese Zonen-Samples hier, in denen ich kontrollieren kann, welche Töne möchte ich denn benutzen und welche möchte ich gegebenenfalls noch bearbeiten. Ja, also ich kann es jetzt hier anspielen. Das ist natürlich so ein bisschen ein Durcheinander und ich muss mir jetzt die Töne zurecht schneiden, die ich haben möchte. Zum Beispiel dieser Ton hier. Der ist sehr, sehr kurz, ne? Wenn ich ihn jetzt länger haben möchte, mache ich es hier einfach so, dass ich ihn länger ziehe. Ja, ich möchte nur einen Ton haben. Ich kann ja auch Fades machen. Ich möchte nur einen Ton haben. Also ziehe ich hier rüber. Okay, ich habe mir die Samples so zurechtgeschnitten, dass ich einigermaßen eine Melodie drauf spielen kann, dass sich das gut anfühlt. Und habe hier ein bisschen rumgemacht. Ich zeige dir mal, auf was ich so gekommen bin. Die Grundmelodie klingt jetzt schon ganz nett und jetzt versuchen wir noch ein bisschen mehr Würze in die Sache zu bringen. Ich werde versuchen, noch ein paar kleine Rolls einzubauen oder ein paar kleine Stutter-Effekte und natürlich dann auch noch mit Effekten wie Hall und Delay diese Vocal Chops ein bisschen mehr in das Playback zu drücken, damit die ganze Sache dann auch wie aus einem Guss klingt. Was du hier siehst, diese schnellen Rolls hier, die habe ich einfach eingezeichnet. Das sind in dem Fall jetzt 24stel, das heißt also Triolen, 16stel Triolen. Und gerade diese Stelle hier hört sich noch ein bisschen komisch an. Okay, und hier möchte ich diesen Roll, möchte ich, dass die Velocity ansteigt. Das ist jetzt ein bisschen Logic-spezifisch, das geht nämlich hier ganz einfach, das kannst du hier einzeichnen und zwar in der Automation direkt in Piano Roll Editor selber. Du siehst also hier die Velocity, die habe ich ausgewählt, das ist die Lautstärke. Und wenn ich jetzt hier hin und her fahre mit der Velocity für jede einzelne Note, siehst du auch, dass sie sich verfärben, also lauter und leiser werden. Und wenn du jetzt einen Roll möchtest, das geht auch gut für Snare Rolls zum Beispiel, dann musst du einfach hier in das freie Feld klicken und eine Linie hier runterziehen. Siehst du das? Und dann hast du hier einen Roll von laut nach leise.
Okay, das als kleiner Logic-Trick nebenher. Und jetzt fehlt natürlich, das hörst du auch, noch ein bisschen Effekte. Ja, es klingt alles noch ein bisschen trocken. Es klingt noch nicht so wirklich, es sitzt noch nicht so wirklich im Mix. Und deswegen nehme ich jetzt noch ein paar Effekte dazu. Als erstes bin ich ganz faul gewesen und habe von CLA Vocals dieses Plugin, dieses Signature-Plugin von Chris Lord Alge, einfach genommen und habe da ein bisschen rumgedreht, sodass ich, dass er einfach ein bisschen Hall hat, ein bisschen mehr Tiefe hat, dass ich sie besser in den Mix bekomme. Danach habe ich noch zwei Delays eingesetzt, die ich automatisiert habe. Ich habe das Edge Delay von Waves genommen, einfach nur aus Faulheit, weil es so einfach und intuitiv zu bedienen ist. Ich habe einmal eine halbe Note genommen und für das andere eine Achtelnote gepunktet genommen. Und die habe ich jetzt automatisiert. Damit kannst du es auch noch ein bisschen spannender machen. Wir machen mal die Automationsspur auf und dann siehst du, was hier passiert. Ich habe also das Delay nur auf verschiedene Noten gebracht oder eingeschaltet. Und auf manche wieder nicht. Ich habe dann den Hall hier etwas mehr Zen vom Hall gegeben, damit es in dieser Phase oder in dieser Phrase, wo dann hier die Lücke ist, damit das noch ein bisschen dramatischer wird. Und ich habe auch ein bisschen mit dem Panning gearbeitet, sodass ein Delay manchmal rechts und manchmal links kommt. Und dann hört sich das Ergebnis so an. Jetzt interessiert mich natürlich noch deine Meinung. Arbeitest du mit Vocal Samples und schneidest dir Vocal Schnipsel daraus? Hast du so einen Track schon mal gemacht? Und welche Vocal Samples benutzt du? Auch das würde mich sehr interessieren. Schreib mir das bitte mal unten in die Kommentare. Und wenn wir schon beim Aufnehmen sind, wenn du Probleme hast, gute Aufnahmen in deinem Homestudio zu machen, sei es Vocalaufnahmen, sei es akustische Drums, sei es ein Gitarrenamp abzunehmen oder was auch immer, dann empfehle ich dir mal ein PDF. In 7 Schritten zur perfekten Tonaufnahme. Das habe ich dir unten im ersten Kommentar angepinnt. Da zeige ich dir genau meine Signalkette, meine Vorbereitungsarbeiten, damit dein Recording-Tag erfolgreich wird, damit du entspannte Musiker hast und damit du auch gute Rohspuren rauskriegst. Also in 7 Schritten zur perfekten Tonaufnahme habe ich dir unten im ersten Kommentar angepinnt. Ich bedanke mich jetzt ganz herzlich bei dir fürs Zuhören, schicke dir ganz viele Grüße aus Alicante, bis zum nächsten Tutorial. Wir sehen uns und bis dann.